Verbesserung deiner Neurodermitis außerdem sehr wichtig ist, ist ein gesunder Darm. Zwischen diesem und deiner Haut besteht eine sehr enge Verbindung. Manche sagen sogar, dass die Haut den Zustand des Darms nach außen widerspiegelt. Diese Verbindung, wie genau diese ausgestaltet ist, wird zurzeit von Wissenschaftlern intensiv erforscht und es kommen immer mehr sehr interessante Zusammenhänge ans Tageslicht. Sowohl deine Haut als auch dein Darm beinhalten ein Mikrobiom. Das ist eine gute Schutzbarriere aus guten Bakterien, den sogenannten Probiotika. Diese beheimaten im Darm 80% deines Immunsystems, regulieren die Verdauung und übernehmen sehr viele weitere wichtige Aufgaben. Faktoren wie ungesunde Ernährung, Stress, schlechter Schlaf und Antibiotika können diese Darmflora sehr schnell aus dem Gleichgewicht bringen und die Schutzbarriere beschädigen. Was genau kannst du also tun, um deine Darmflora, also dein Mikrobiom, zu unterstützen? Genau, du solltest dich gesund ernähren. Verzichte möglichst komplett auf Industriezucker, denn dieser ernährt die schlechten Bakterien und bestimmte Pilze in deinem Darm, die du dort nicht haben möchtest. Vielmehr solltest du deine guten probiotischen Bakterien füttern. Diese ernähren sich von sogenannten Präbiotika, das sind bestimmte Arten von Ballaststoffen. Die beste Quelle von diesen präbiotischen Ballaststoffen ist, du errätst es wahrscheinlich schon, Gemüse. Besonders reichhaltig sind grünes Blattgemüse, Artischocken, Zwiebeln oder Spargel. Aber auch Nüsse und Samen, Kaffee, Kakao und Wurzelgemüse enthalten jede Menge Präbiotika. Um deinen gesunden Darmbakterien, deinen probiotischen Bakterien, also den bestmöglichen Lebensraum zu bieten, in dem sie sich so richtig wohlfühlen, solltest du möglichst viele präbiotische Nahrungsmittel zu dir nehmen. Die haben wir eben besprochen. Du solltest gut und ausreichend schlafen und du solltest dein Stressmanagement, dein Stresslevel managen. Du solltest auch Antibiotika nur wirklich dann einnehmen, wenn es unbedingt notwendig ist. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Darmflora zusätzliche Unterstützung benötigt, kannst du außerdem zu einem Probiotikum greifen. Das sind die guten Bakterienkulturen, die du in einer Kapsel schlucken kannst. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass eine Substitution mit Probiotika sowohl präventiv gegen Neurodermitis wirken, als auch deren Symptome deutlich verbessern kann. Die beste Wirkung wurde erzielt, wenn die Probiotika über einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen eingenommen wurden. Worauf solltest du bei einem guten Probiotikum achten? Es sollte möglichst viele Bakterienstämme in einer möglichst hohen Anzahl erhalten und diese sollten in einer magensaftresistenten Kapsel ummantelt sein, damit die Probiotika lebend durch den Magen in den Darm kommen, wo sie sich dann am besten ausbreiten können.